Tja, Übung macht den Meister. Oder in diesem Fall den Sieger der zweiten Staffel von Dancing on Ice. In wenigen Tagen wissen wir, welches Eiskunstlaufpaar gewonnen hat. Und unter den prominenten Finalisten sind Joey Heindle, Erik Stehfest und auch Lina Larissa Strahl. Nur kurz bevor es ernst wird, überraschte der Tanzpartner des Bibi und Tina Stars nun mit einer Beichte gegenüber okmac.de. So verriet der Sportler am Sonntag, wie er seine und Linas Chancen auf den Sieg einschätzt und wie es mit der Choreografie läuft. Das Programm steht noch gar nicht. Keines der beiden Programme. Aber Lina ist die letzte weibliche Finalistin und das ist schon mal ein Sieg. Klar würde ich es mir wünschen. Das wäre schon cool. Doch obwohl das Gespann noch keinen feststehenden Tanz hat, ist der 24-Jährige optimistisch, wie er zudem erklärte. Ja, ich bin ganz zuversichtlich. Ich denke, wir müssen einfach unser Ding machen und dann mal schauen, was die Jury sagt und wie die Leute zu Hause das einschätzen. Aber es ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil eigentlich haben wir nichts in der Hand außer unserer Leistung. Und dass Lina und er eine hervorragende Leistung abliefern können, haben sowohl die Zuschauer als auch die Jury bereits gesehen. Wir drücken die Daumen für Freitag und sagen toi toi toi.